Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. Wir sind natürlich immer noch in der Himmelsfeste unterwegs. Wie sollte es auch anders sein? Zu jemandem quatschen? Nee. So, mit Vivienne hatten wir ja schon gequatscht. Das hatten wir ja auch schon untersucht. Da bin ich mir relativ sicher. Wir wollten uns ja jetzt mal hier draußen umschauen. Können wir hier hin? Nee. Da können wir aber hin. Liegt hier irgendwas rum? Genau hier. Sag dem Kommandanten, dass dies der ideale Ort für die Waffenkammer ist. Okay. Ja, Ma'am. Wird sofort erledigt. Da ist ja auch eine Schmiede, wie wir gerade gesehen haben. Also passt das schon. Oh, da geht's noch hoch. Wenn wir das dann schaffen würden. Hier ist aber auch nichts. Oh, steht auf dem Tisch. Das ist natürlich nicht so gut. Füße haben auf dem Tisch nichts zu suchen. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Cassandra, mit Cassandra hatten wir schon gequatscht. Hier ist ein neuer Schnellreisepunkt. Hier können wir auch nicht hin. Mit dem Bullen hatten wir schon gequatscht. Aber wir können jetzt uns mal die Taverne angucken. Oder auch nicht. Ist noch zu. Noch nicht offen. So. Entschuldigt, der muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Kommen wir denn hier durch? Sieht so aus. Kommen wir hier lang? Nee. Wenn wir jetzt hier weitergehen, geht es Richtung Varric. Ich glaube, das möchte ich noch nicht triggern. Ich möchte dann lieber erstmal nach Cole suchen. Der junge Herr, der uns hierher geführt hat. Also der plötzlich vor der Tür stand. Ist ein Wundarzt. Endlich sind wir am Ziel. Inquisitor, kann ich etwas für euch tun? Ich sollte mich jetzt nämlich wirklich auf die Verwundeten konzentrieren. Haben wir viele Verwundete? Es werden von Tag zu Tag weniger. Die am schwersten Verletzten haben die Reise zur Himmelsfeste nicht überlebt. Was die anderen angeht, sie werden entweder gesund oder... Ich tue mein Bestes, dass sie ohne Schmerzen sterben. Ja, manchmal erliegt man leider seine Verletzung. Ist natürlich nicht schön, aber manchmal kann man es leider nicht verhindern, egal was man tut. Ich habe euch hier noch nie gesehen. Der Kommandant hat mich aus den Flüchtlingslagern geholt. Ich habe die Pilger dort notdürftig versorgt. Knochenbrüche, einfache Amputationen und dergleichen. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Ihr seid keine Magierin. Sollten wir das hier nicht den Heilern überlassen? Magie kann nicht alles heilen. Und wir sollten uns nicht auf sie verlassen. Der Wissenschaft, euer Gnaden, gehört die Zukunft. Gute Gesundheit hat nichts mit Magie zu tun. Sie ist vielmehr eine Frage der Ernährung, der körperlichen Ertüchtigung und des Humors. Da stimme ich definitiv zu. Euer Gnaden. So, hier kamen wir raus. Dass wir aufgewacht sind. Gucken wir mal hier rein. Hier ist das Tor. Und da stehen ganz viele Magier rum. Gut, dann suchen wir jetzt doch mal nach Cole. Dieses Ding ist kein streunender Welpe, den ihr zu einem Schoßtier machen könnt. Es hat hier nichts verloren. Würdet ihr dasselbe nicht auch über einen Abtrünnigen sagen? Inquisitor, angesichts seiner ungewöhnlichen Fähigkeiten habe ich mich gefragt, ob Cole womöglich ein Magier ist. Er kann die Leute dazu bringen, ihn zu vergessen oder ihn noch nicht einmal wahrzunehmen. Das sind nicht die Fähigkeiten eines Magiers. Es scheint, als wäre Cole ein Geist. Er ist ein Dämon. Gut, wenn euch das lieber ist.
Allerdings ist die Wahrheit ein klein wenig komplizierter. Wir kennen ja Solus jetzt schon ein bisschen. Und er hat uns ja erklärt, dass die Geister im Nichts erst dann Dämonen werden, wenn sie sozusagen auf Menschen treffen, die dann eine gewisse Erwartungshaltung an diesen Geist haben. Also entweder, hatten wir schon das Beispiel? Nee, ich glaube nicht. Aber, dass sie halt eigentlich von Grund auf nicht böse sind, aber das Menschliche in uns sie halt zu Dämonen macht, sag ich mal. Er hat uns auf jeden Fall geholfen und bisher hat er noch nichts getan, deswegen bin ich erstmal auf Coles Seite, beziehungsweise auf Solas Seite. Cole hat uns in Haven vor Korypheus gewarnt. Er hat zahlreiche Leben gerettet. Und was wird uns seine Hilfe kosten? Wie viele Leben wird dieser Dämon später einfordern? Tatsächlich lässt sich sein Wesen nicht derart leicht definieren. Drückt euch klar aus, Solus. Womit haben wir es zu tun? Dämonen betreten diese Welt normalerweise, indem sie von etwas Besitz ergreifen. In ihrer wahren Gestalt sehen sie grotesk aus. Monströs. Aber ihr behauptet doch, Cole sehe wie ein junger Mann aus. Haben wir es also mit Besessenheit zu tun? Nein, er hat von nichts und niemandem Besitz ergriffen und wirkt doch in jeglicher Hinsicht menschlich. Cole ist einzigartig, Inquisitor. Und darüber hinaus möchte er helfen. Ich würde vorschlagen, es ihm zu gestatten. Ja, es geht mal Richtung Besessenheit. Wir kennen ja eine Person, die besessen war. Unser lieber Anders. Oder Anders. Nachdem, ob man ihn Deutsch oder Englisch aussprechen möchte. Und der hatte ja auch, glaube ich, einen Geist der Gerechtigkeit in sich wohnen. Der dann natürlich dazu geführt hat, dass manche Aktionen von Anders nicht so gerade gelungen waren, sag ich mal. Wo Gerechtigkeit ein bisschen zu sehr Besitz ergriffen hat. Also, es ist halt, Gerechtigkeit ist halt auch eine Auslegungssache. Von verschiedenen Moralvorstellungen und etc. pp. Daher ist das alles immer nicht so einfach. Aber wir wollen jetzt erstmal wissen, was Besessenheit überhaupt ist. Was meint ihr mit Besessenheit? Geister und Dämonen wechseln aus dem Nichts in diese Welt über, indem sie sich mit irgendetwas hier verbinden. Cole hingegen hat sich willentlich in menschlicher Gestalt manifestiert, ohne von jemandem Besitz zu ergreifen. Die Dämonen, die durch die Bresche oder die Risse kamen, haben auch von nichts Besitz ergriffen. Diese Dämonen wurden gegen ihren Willen hindurchgerissen und von dieser Welt in den Wahnsinn getrieben. Cole jedoch war schon vor der Bresche hier. Soweit wir es sagen können, lebt er schon seit Monaten oder vielleicht sogar Jahren hier. Er sieht wie ein junger Mann aus. Im Grunde genommen ist er ein junger Mann. Es ist bemerkenswert. Wir werden auf jeden Fall mit Cole reden. Wie gesagt, er hat uns bislang nichts getan. Und warum dann nicht ihm eine Chance geben? Ich sollte mir anhören, was Cole selbst dazu zu sagen hat. Wo ist er jetzt? Wenn sich keiner von uns an ihn erinnert, könnte er überall sein. Haven. So viele Soldaten haben gekämpft, um die Pilger zu beschützen und ihnen die Möglichkeit zur Flucht zu geben. Ich schlucke die Angst runter. Durch die Arznei kann ich nicht klar denken, aber die Schnitte quälen mich bei jedem Herzschlag. Weißglühender Schmerz, alles brennt. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich werde, ich sterbe, ich bin... tot. Es ist definitiv verwirrend. Er scheint ja die Gefühle von anderen zu spüren. Ihr fühlt ihren Schmerz? So nah und bei so vielen von ihnen ist er lauter. Möchtet ihr irgendwo hingehen, wo es für euch angenehmer ist? Ja, aber nur hier kann ich helfen. Jeder Atemzug wird langsamer, wie in einem warmen Bad.
Ich gleite davon. Der Geruch der Haare meiner Tochter, wenn ich ihr einen Gute-Nacht-Kuss gebe. Er ist fort. Rissiger, brauner Schmerz. Trocken, scheuernd. Ich bin durstig. Hier. Danke. Schon gut. Sie wird sich nicht an mich erinnern. Solas hat versucht, mir zu erklären, was ihr seid, aber ehrlich gesagt habe ich irgendwann nicht mehr zugehört. Könnt ihr es mir vielleicht erklären? Ja. Früher dachte ich, ich wäre ein Geist. Ich wusste es nicht. Ich habe Fehler gemacht. Aber auch Freunde gefunden. Dann bewies ein Templer, dass ich nicht real bin. Ich habe meine Freunde verloren. Ich habe alles verloren. Ich habe gelernt, mehr so zu sein, wie ich bin. Es hat mich verändert, aber auch stärker gemacht. Ich kann jetzt mehr fühlen. Ich kann helfen. Wir lassen ihn erstmal bei uns in der Inquisition. Ist natürlich alles noch ein bisschen mysteriös, was er denn ist. Aber wie gesagt, bisher hat er hier nur geholfen. Und solange er das tut, ist er ein willkommenes Mitglied in der Inquisition. Die Inquisition könnte eure Hilfe brauchen, sofern ihr dazu bereit wärt. Ja, ich helfe. Ich lindere Leid. Helfe den Hilflosen. Da ist jemand. Es tut weh. Es tut so weh, so weh. O Erbauer, bitte lass den Schmerz vergehen. Die Heiler haben getan, was sie konnten. Es wird Stunden dauern, bevor er stirbt. Jeder Augenblick wird eine Qual sein. Er will Barmherzigkeit. Hilfe. Ich mag es nicht, Leute leiden zu lassen, wenn der Tod unausweichlich ist. In Ordnung. Helft ihm. Es ist schon gut. Ich möchte hier bleiben. Der vergessene Junge. Quest ist abgeschlossen. Ich muss eine Sache zu Cole sagen. Ich finde ihn persönlich sehr seltsam. Nennen wir es mal so. Wie gesagt, er hat bisher nichts Böses getan und er wird auch aufgenommen als Begleiter. Er wird aber wahrscheinlich bei mir nicht so viel zum Einsatz kommen. So mal als Anmerkung. Wenn wir uns das mal kurz angucken. Da ist er. Er ist tatsächlich als Zwei-Waffenschurke gedacht. Wäre ja für uns theoretisch eine sinnvolle Ergänzung. Allerdings mag ich Nahkämpfer nicht, wenn ich selbst Nahkämpfer bin. Und er wird bei mir einfach nicht zum Einsatz kommen. Es ist oder wenig. Ich werde ihn vielleicht ein, zwei Mal mitnehmen für ein paar Gespräche, aber ich habe es ab und zu mal mit ihm probiert. Ich habe festgestellt, er ist nicht so der Charakter meiner Wahl. Und daher stellt euch mal darauf ein, dass er eher hier so rumsteht und nicht mitkommt. Er ist halt auch als Kämpfer, also wenn man selbst einen Zwei-Waffenschurken spielt, super stark, aber ich finde, er ist mir ein bisschen zu squishy und kippt mir zu schnell um. So, haben wir denn jetzt alle? Ich glaube schon, ne? Wir haben uns auch gründlich umgesehen, zumindest da, wo wir hinkommen. Das heißt, wir gehen jetzt zu Josie und quatschen mal mit ihr. Wir müssen auch noch den Ratsraum und die Schmiede finden. Ich weiß ja, wo alles ist. Aber jetzt geht's erstmal zu Josie. Die hat nämlich auch noch einen Questplot über dem Kopf. Ich habe einige Erkundigungen über den kaiserlichen Hof eingeholt. Je eher wir uns mit der Gefahr für die Kaiserin befassen, desto besser. Die politische Lage im Reich ist gefährlich instabil. Das macht die Dinge noch komplizierter. Im Reich ist immer alles kompliziert.
Das scheint ein Steckenpferd der Orlesianer zu sein. Rümpft ihr nur die Nase über das große Spiel, wenn ihr wollt, Kommandant. Aber wir spielen mit maximalem Einsatz und das bis in den Tod. Das Missfallen des Hofes kann ebenso gefährlich sein wie die Venatori. Wir müssen wachsam sein, um eine Katastrophe zu verhindern. Was meint ihr damit? Wieso ist die Lage gefährlicher als sonst? Die Kaiserin steckt mitten in einem Bürgerkrieg. Ihr Vetter, Großherzog Gaspard, will den Thron mit Gewalt an sich reißen. Laut Liliana hat eine Gruppe von Elfen beide Armeen sabotiert, um die Kampfhandlungen in die Länge zu ziehen. Orlais hält die Winter in Schach. Wir könnten ganz Thedas verlieren, wenn das Reich Korypheus in die Hände fällt. Selene führt im Schutz eines Maskenballs Friedensgespräche. Alle Mächtigen aus Orlais werden dort sein. Für einen gedungenen Mörder wäre der Ball der ideale Ort, sich zu verstecken. Ein Maskenball? Dann muss ich erst mal einkaufen. Ich sorge dafür, dass ihr eingeladen werdet, wenn es euch recht ist, Inquisitor. So, aus der Asche? Nee, das ist gar nicht wahr. Wir haben böse Augen, böse Herzen. Eine Hauptquest. Meine Lieblingshauptquest übrigens. Oder mein Lieblingsteil der Hauptquest. Den werden wir auf jeden Fall, also das wird noch dauern, bis wir das machen, muss ich euch jetzt schon mal sagen. Es ist zwar mein Lieblingsteil, aber deshalb möchte ich dafür auch bestmöglich vorbereitet sein. Und jetzt gucken wir mal, ob Josie noch was anderes zu sagen hat. Das war ja jetzt eher gerade Questgelaber. Inquisitor, ich habe gerade unser neues Hauptquartier inspiziert. Die Fundamente sind rissig, überall nisten Tiere und wir sind meilenweit von jeglichen Zentren der Zivilisation entfernt. Wenn wir hier jemals Besucher von Rang und Namen empfangen wollen, müssen die Bediensteten diesen Ort präsentabel machen. Ja, auf jeden Fall werden wir dran arbeiten. Wir werden auf jeden Fall den Schein wahren. Wir wollen ja irgendwann auch noch was aussehen. Aktuell ist es halt schwierig, wir sind gerade ganz am Anfang, aber kriegen wir schon hin. Ja. Wir wollen auf keinen Fall, dass die Inquisition einen übermäßig schäbigen Eindruck macht. Wir haben gerade erst alle davon überzeugt, dass wir genau das sind, was Thedas braucht. Die Magier haben großes Vertrauen in euch. Sie müssen sich hier sicher fühlen. Fühlt ihr euch hier etwa nicht sicher? Es fällt mir schwer, Korypheus Angriff auf Haven zu vergessen. Wisst ihr, wer zuerst zu den Waffen gegriffen hat? Unsere Arbeiter. Sie waren so stolz auf das, was wir hier tun. Korypheus hat sie einfach niedergemacht. Diesem ersten Feuerstoß folgten so viele Schreie. Er hat so viele Leute in Asche verwandelt. Sind eindeutig zu viele gestorben, ja. Wir haben viel zu viele gute Leute an dieses Monster verloren. Ich bin mir sicher, der Erbauer wird ihnen Frieden schenken. Nun denn. Bevor ich mich wieder meinen Pflichten zuwende, erlaubt mir, euch zu eurer Ernennung zum Inquisitor zu gratulieren, my lady. Ich werde euch von nun an über diplomatische Belange unterrichten und euch mit Freuden zur Seite stehen, falls ihr meine Hilfe benötigt. Ihr müsst nicht so förmlich sein, nur weil ich jetzt Inquisitor bin, Josephine. Unsere Verbündeten und Gäste müssen sehen, dass man euch mit Höflichkeit begegnet, Inquisitor. Insbesondere, da euer Amt noch so neu ist. Zum Glück fällt es mir angesichts der Tapferkeit, die ihr in Haven gezeigt habt, aber auch nicht sonderlich schwer. Sie hat ja auch recht, dass man, wenn man jetzt, sag ich mal, ein gewisses Amt innehat, also wir jetzt hier als Anführer der Inquisition, dann sollte man natürlich auch nach außen hin das ausstrahlen. Also eine gewisse Souveränität. Allerdings, wenn man privat miteinander spricht, muss man wirklich nicht so förmlich sein. So, wir gehen mal zu diesem Auge in der Krypta. Mal sehen, was hier ist. Die Schmiede. Was würden Sie hier unten wohl gemacht haben? Und was könnte ich hier machen? So, es gibt endlich ein Lager für uns. Es gibt noch einen Kodex-Eintrag zur Krypta. Die übrigens mega cool aussieht mit dem Wasserfall da im Hintergrund. Und hier liegt noch ein Teil von Knallhart in der Oberstadt. Wir werden in der nächsten Folge mit dem netten Herrn da unten sprechen. Den kennen wir nämlich schon, das ist Harrod. Aber
weil das jetzt, weil ich weiß, dass das Gespräch ein klein wenig dauert, also ist jetzt nicht super lang, aber wie gesagt, ein bisschen dauert, machen wir das in der nächsten Folge. Und jetzt sagen wir erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.